Ich esse jetzt auch wie Amerikaner. Was ist denn? Du da? Hallo Leute, hier ist Hazel. Heute kommt wieder ein Mukbang. Und falls ihr das letzte nicht gesehen habt, das war aus Vietnam, verlinke ich euch jetzt. Heute gehen wir aber mal aus Asien raus und schauen uns die Amerikaner an. Denn in Amerika ist Mukbang auch richtig gehypt. Und ganz speziell beziehen wir uns heute auf Nico Cardo Avocado. Er ist mit 1,2 Millionen Abos einer der größten amerikanischen Mukbang-YouTuber. Und meiner Meinung nach auch einer der komischsten. Aber darauf gehe ich gleich ein. Wir essen heute Hühnchen und Nudeln, wie in diesem Mukbang. Leute, glaubt mir, es wird richtig weird. Ich habe dieses Video schon gesehen, auch mit Dirk zusammen. Es ist sehr awkward, das anzugucken. Okay, das hier ist das Essen. Hier habe ich einmal Nudeln, klassische Feuernudeln und ein Broiler. So sagen Deutsche doch zu gegrilltem Hähnchen. Und weil bei Nico Cardo Avocado auch der Freund dabei war, brauche ich auch einen Freund. Ich bin eigentlich auf Diät. Aber hey, Hähnchen kann man essen. Wie soll ich bitte ein ganzes Hähnchen essen? Ich habe 3 Packungen Feuernudeln und ich habe schon seit 7 Stunden nichts gegessen. Dann fangen wir mal an. Kannst anfangen zu essen. Eigentlich müssen wir uns jetzt erstmal streiten und dann weinen. Ja, Mann, bei deren Video war das einfach so unangenehm. Ja, would you know? Would you want me to get... Leg mal erstmal eins zur Seite. Ich habe schon einige Videos gesehen von amerikanischen YouTubern, aber ich schaue die tatsächlich nicht so gern. Warum nicht? Mmh, weil die nur essen. Weil die richtig schlingen. Ja, also es sieht sehr unappetitlich bei denen aus. Ja, Mann. Finde ich auch. Und die essen auch immer richtig, richtig viel. Und es gibt das Gerücht, dass die das gar nicht runterschlucken, weil sie beim Schnitt nie zeigen, wie sie es runterschlucken. Und es gibt die Theorie, dass sie das ausspucken, so rausgeschnitten. Über 20. Das ist ja dann voll fake. Es haben sich schon mal einige bei mir beschwert, dass ich zum Beispiel nicht reinschneide, wie ich schlucke und kaue. Deswegen mache ich das jetzt vermehrt. Ey, solange du noch Hunger hast, tu mal so, als ob du wie ein Amerikaner isst. So, hier, warte. Ja, die nehmen das so richtig. Und dann nehmen die schon das nächste. Dann nehmen die weiter. Oh. Weiter. Du darfst doch nicht abbeißen. Ja, weiter. Mm-mm. Übereklig, oder? Mhm. Puh. Es gibt ja immer noch Leute, die mich fragen, wie ich das schaffe, diese scharfen Nudeln zu essen. Leute, ich habe nur ein Drittel der Schärfe reingemacht. Also ich habe ja 3 Packungen Nudeln und nur eine scharfe Packung reingemacht. Weil irgendwo muss man die Nudeln auch genießen. Das ist mein Pro-Tipp. Ich meine, die Challenge hast du ja schon erfolgreich bestanden. Denn wie vieltes Mal isst du diese Nudeln schon? 5, 6 Mal. 6. Mal, 5. Mal, weiß ich nicht. Aber die werden ja auch nie langweilig. Die schmecken wirklich, ne? Und es kommen immer neue Sorten raus. Reden wir nochmal kurz über das Video von Nico Cardo Avocado, bevor wir abschweifen. Genau, was wir gerade nachmachen. Das Lustige ist einfach, dass sie sich am Anfang des Videos gestritten haben, irgendwie so über Krebs, dass sie jetzt nicht darüber reden wollen. Und dann haben sie sich so heftig gestritten, dass sie geweint haben. Und dann schweigen sie sich 6 Minuten lang an, während sie weinen. Ja, Mann. Und dann vertragen sie sich ohne Worte, einfach nur so. Aber essen dabei noch. Hm. Ja, so lustig. Und die heulen einfach. Vor allem dieser Nico Cardo. Der heult die ganze Zeit beim Essen. Das ist so unappetitlich. Bei dem Video die ganze Zeit? Nee, immer. Auch bei anderen Videos? Ja. Okay, ich habe nur ein Video geguckt. Also du willst mir jetzt sagen, dass er in jedem Video einfach weint so. In vielen Videos. In vielen Videos einfach weint. Aber warum nicht? Beim Essen sollte man noch nicht weinen. Essen ist doch was Schönes und man sollte es genießen, wie ich gerade. Also ich genieße es voll. Ich habe so Hunger. Wie ist dein Hähnchen? Sieht roh aus. Bisschen, wa? Du hast Glück, das war das letzte. Sonst hätten wir das Video nicht drehen können. Und apropos Video, wir laden tatsächlich so 3 Videos die Woche hoch aktuell. Also seid nicht überrascht, wenn ganz viele Videos in eurer Abo-Box sind. Schaut sie euch einfach an. Ich esse sehr ungern halbes Hähnchen mit Hand, weil sonst wird es richtig schweinig. Vor der Kamera muss man doch Manieren haben. Von Nico Cardo, der Freund, hat doch mit Hand gegessen, nee, oder? Nico Cardo hat mit Hand gegessen. Ach so. Und der Freund hat die Nudeln gegessen. Ah, okay. Das sah auch richtig unappetitlich aus. Ja, Mann. Und dann noch. Der heult einfach die ganze Zeit. Habt ihr schon mal beim Essen geheult? Ich weiß nicht, als Kind da ist, heult man und isst. Ich habe noch nie beim Essen geweint. Ja, weißt du ja nicht, als Baby vielleicht? Ja, als Baby, aber als Kind auch nicht. Meine Mutter sagt, ich war das beste Kind. Ich habe nie geweint und ich war nie krank. Mmh. Ja, ich hoffe, ich kriege auch ein ruhiges Kind, weil ich kann sonst nicht damit umgehen.
Jedenfalls war das Video von denen richtig unangenehm. So unangenehm, dass wir es auch nachmachen möchten. Aber wir können jetzt nicht auch mal weinen. Stellt euch mal vor, ihr geht mit jemandem essen und dann schweigt ihr euch die ganze Zeit an. Esst aber weiter. Schlechtes Date, würde ich mal sagen. Also die klassischen Mukbangs, wo man nur isst, gucke ich mir auch gar nicht an eigentlich. Ich feiere das voll, wenn die YouTuber essen und halt uns was erzählen. Und deswegen mache ich das auch so gern. Was ich mir noch nie angeschaut habe, ist ein Mukbang-Stream. Würdet ihr euch das angucken? Rede doch mal. Nein, wir müssen es doch so unangenehm machen. Achso, okay. Joke. Lass uns streiten. Egal, ob du es mit Händen isst oder nicht, das sieht eklig aus. Wirklich? Ja. Ich glaube, Hähnchen zu essen sieht immer eklig aus. Ich glaube auch, ja. Aber hey, es sieht ein bisschen mehr nach Manieren aus. Erstmal. Die Schärfe ist echt perfekt. Ein Drittel Schärfe. Hallo, warum hast du mich mit Weilern betrogen? Warum hast du mich mit Weilern betrogen? Wenn ihr das wissen wollt, guckt das letzte Video an. Polyamorös. Ist eigentlich schon kacke, weil die Leute schreiben mir auch generell schon irgendwas mit Weilern und Zusammensein und sowas. Und mit dem Video habe ich eigentlich nur nochmal ihre Fantasie geschürt. Weil einmal, als ich auf Instagram gefragt habe, was für Gerüchte ihr über mich gehört habt, kam eigentlich nur Weilern. Du hast eine Beziehung mit Weilern. Ich sollte doch nicht mit Hannes. Wow! So war schon ein bisschen. Klingt schon voll. Und hättest auch einfach nicht kleckern können. Schreite doch jetzt nicht wirklich mit mir. Es gibt einen Mukbang, da haben die so Collab mit dieser Veronica Wang. Mm. Kennst du die? Von Veronica Wang schaue ich mir immer die 2 Minuten Compilations an. Veronica Wang being annoying as fuck for 2 minutes straight. Aber die schlingt auch übertrieben. Sie schlingt, aber ich finde, sie hat auch voll diesen unsympathischen Charakter einfach. So unnormal. Ja. Sie hat so Gäste und ignoriert die Gäste einfach. Also, sie hat einen Gast da, dann schlingt die einfach, ohne zu was zu sagen. Ja, und der Gast denkt sich so, redest du heute noch oder so, ne? Deswegen gucke ich keine amerikanischen. TulipA hat sich auch letztens über die lustig gemacht. Letztens? Nee, ist schon eine Weile her. Aber ganz ehrlich, es gibt immer Leute, die sich beschweren. Es gibt genug Leute, die sich beschweren, wie ich esse. Zum Beispiel, dass ich einen Löffel nehme und dann nur die Hälfte abbeiße und sowas. Oder ich rede zu viel. Ich weiß nicht, ich will ja noch reden und so. Deswegen vielleicht. Ich kann nicht mehr. Aber ich esse, bis du fertig bist. Hilf mir doch. Den Broiler kannst du ja auch noch morgen essen. Was mir nämlich letztens aufgefallen ist, ist, dass die Nudeln, die kannst du nicht morgen nochmal essen. Die sind dann richtig eklig versifft. Unangenehm. Versuche auch gerade. Wisst ihr, was ich gerne mit Broiler mache? Ich nehme immer erstmal die Haut ab und dann esse ich das Fleisch und dann mache ich die Haut in Dönerbrot. Das ist dann das Beste, Alter. So wie Pickingente. Im Grunde ja. Alles ist das Ding nicht mal ganz durch, war. Ich kann nicht mehr. Ich habe so eine Mukbang, wo du viel mehr gegessen hast. Ja, aber jetzt kann ich nicht mehr. Ja. Ich esse jetzt auch wie Amerikaner. Was ist denn? Du da? Krank, ja. Danach gehen wir Fitness, ja? Eine Stunde Treppen steigen. Wenn ihr Ideen habt für weitere Mukbangs, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mir gehen nämlich bald die Ideen aus. Deswegen schreibt mir gerne viele Kommentare. Aber es ist nur ein Joke, mir gehen nicht die Ideen aus. Keine Angst. Das Letzte, was mich noch an amerikanischen Mukbangs stört, ist, dass die einfach nur essen, um ganz viel zu essen, damit es ganz krass ist und die ein cooles Thumbnail machen können. Und bei den asiatischen Mukbangs und meinem Mukbang ist es so, dass wir das machen, um mit euch zu reden. Man kann immer ein kurzes Lebensupdate geben, weil wenn man nur einmal in der Woche ein Video hochlädt, was dann auch nur so ein Comedy-Video ist, da kommt nicht so die Persönlichkeit rüber und sowas. Und dabei geht es ja eigentlich bei Mukbangs um den sozialen Aspekt. Und deswegen ist auch Dirk da. Weil ihr wisst, in Asien schafft man es immer weniger zusammen zu essen. Deswegen ist Mukbang auch was Schönes, um nicht alleine zu essen. Ich meine, ich kann auch mit einer Serie essen, aber mit jemand anderes zu essen bei Mukbang ist ja auch cool, oder? Guck mal. Boah, du hast es geschafft. Und ich nicht. Ich kann nicht mehr. Bei mir ist das Hähnchen nicht mal ganz durch. Deswegen finde ich es auch gerade richtig widerlich und kann nicht. Okay, dann sind wir fertig, würde ich mal sagen, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu amerikanischen Mukbangs sind. Schaut ihr eigentlich andere Mukbangs außer meine? Ich finde die von Malwane ganz cool. Aber sie redet auch voll viel, ne? Ja, Malwane redet sogar noch mehr als ich.
zu essen, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne Dirks Kanal abonnieren, da geht es auch manchmal um Essen, einmal in der Woche. Und wenn ihr mich noch im letzten Video sehen wollt, dann guckt auch das an, da ist auch Weilam dabei. Annyeong! Haseyo! Nein, Mann, Annyeong reicht. Komm, jetzt streiten wir uns. Du wäschst jetzt ab. Nein, ich habe schon abgewaschen. Ich habe schon das, was man zum Vorbereiten benutzt hat, abgewaschen. Du wäschst jetzt ab. Okay. Streit unter normalen Pärchen.